Hallo und herzlich willkommen zu Tomb Raider Definitive Edition oder so ähnlich. Ja, auf jeden Fall der damals neu aufgelegte Teil von Tomb Raider mit vollkommen neuem, neuem Spielprinzip. Ich bin der Korgen und ich begrüße euch wie immer recht herzlich. So, ich werde noch zwei, drei kurze Einstellungen machen müssen, bevor es hier jetzt endgültig losgeht. Und zwar bei eigentlich dem Ton. Spieloption, Untertitel, Musik, Lautstärke. Genau, da werde ich mal ein bisschen weiter runtergehen. Ja, schade, dass ich hier keine Prozentanzeige sehe. Ja, ich denke mal, ja, ich nehme dafür gewöhnlich immer so um die 75%. Sollte hinhauen. Sprachchat immer ein. Okay, ich bin gerade am Überlegen. Ich werde auf jeden Fall die Untertitel auslassen. Das Spiel ist in kompletter deutscher Sprachausgabe und ich glaube, es würde nur ein bisschen stören, wenn wir da jetzt den Text unten noch einblenden. Deswegen lasse ich ihn weg. Das sieht einfach schöner aus. Ja, und ich würde sagen, legen wir doch einfach mal los. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Etwas, das uns antreibt. Was uns weitermachen lässt. Hier mal!
So, und damit noch einmal herzlich willkommen zu Tomb Raider. Ja, ich glaube, das heißt auch einfach nur Tomb Raider. Ne? Einfach nicht Reboot oder Remake. Es ist schon irgendwie ein weiterer Teil, aber ja, doch, eigentlich ist es aber dennoch meiner Meinung nach ein Reboot. Okay, aber egal. Also während alle anderen den quasi dritten Teil jetzt spielen, dachte ich mir, ich kümmere mich erstmal um den ersten. Und wir sehen auch gleich schon hier unsere Aufgabe. Schwingen. Bewegen Sie sich links, rechts synchron mit dem Schwung, um Schwungkraft aufzubauen. So, ich spiele hier am PC, muss also Maus- und Tastatursteuerung nutzen. Und ich bin mal gespannt, wie gut das geht. Aber ich würde sagen, schwingen wir erstmal. Ne? Jonah! Ja, und das fand ich gleich sehr interessant. Das hier, man braucht nur auf eine Taste drücken und anfangen zu schwingen. Schon fängt sie an zu rufen und die Kameraperspektiven ändern sich. Okay, das hat doch schon mal super funktioniert. Und wir schwingen weiter. Schwing, schwing, schwing dein Ding. Ja, das wollte ich auch gerade anmerken. Oh. Nein. Ja, jetzt muss man schon annehmen können, man hat was falsch gemacht, aber das war tatsächlich richtig so. Ja, wir sind voll in so einen Knochen oder eine Schraube irgendwie reingeraten. Sind verständlicherweise leicht benebelt. Wir haben uns auch nichts geprellt oder gebrochen nach einem Sturz aus dieser Höhe. Ja, wir sind eigentlich fertig und hier sieht es ganz schön knochig aus. Ja, und ihr müsst euch wahrscheinlich auch ein bisschen dran gewöhnen, wenn ich hier am Babbeln bin. Und dann kommen auf einmal irgendwelche Dialoge, weil man halt gerade wieder durch so eine Höhle geht, ne, sie irgendwas entdeckt. Ich werde dann, so wie jetzt, versuchen spontan einfach still zu sein. Na, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Was ist bloß passiert? Das ist ziemlich offensichtlich, was hier passiert ist. So. Oh, eine Fackel. Fackel. Ja, die Steuerung ist noch okay. Also trotz Maus und Tastatur kommt man doch verhältnismäßig gut klar, wie ich finde. Aber das kann sich noch jederzeit ändern. Ich habe gehört, hier soll sehr viele Quicktime-Events geben. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, an die Tasten kommt man aber auch sehr gut ran. Okay, erstmal die Stimmung im Arsch machen, indem man noch ein bisschen rumhupst. Ja, aber so sieht doch ganz hübsch aus, ne? Okay. Hier kenne ich mich noch aus, deswegen werde ich hier jetzt nicht großartig rumexperimentieren müssen. Ich glaube, ich werde einfach mal spielen und euch so ein bisschen auch genießen lassen. Mal so den ersten Eindruck entstehen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktionieren würde, aber okay. Ui! Weg von mir! Komm zurück! Komm zurück! Ich will dir nur helfen! Das war nicht gut! Ich will dir doch nur helfen! Einfach nur weiter! Komm zurück! Komm zurück! Und
sehr vertrauensseliger Kerl. Beziehungsweise ein vertrauenseinflussender Kerl. Ja, ich habe hier auch so ein bisschen das Gefühl, man spielt im Grunde erstmal so ein bisschen, ja, Tutorial, ne, die Einleitung. Ja, und sich sofort schon mal an alles zu gewöhnen. Quicktime-Events, die Art der Rätsel, Bewegungssteuerung natürlich. Ja, hier wäre ganz eine Ecke. Ja. Ja, und hier sieht man auch schon den ersten richtig schönen Einblick für die Art bzw. die Qualität der Rätsel. Ich denke, das wird im Laufe der Zeit noch bei weitem schlimmer werden. Was ist das denn für ein Ding? Ja, wie im echten Leben, ne? Ich kann euch nur sagen, ich habe auf jeden Fall beim Probespielen ein bisschen gebraucht, um das hier rauszufinden. Wie gesagt, man muss sich ja erstmal über die Qualität der Rätsel so ein bisschen im Klaren sein. Wobei ich dann andererseits aber auch sofort angetan war. Also das ist jetzt nicht zu kompliziert, das sind schöne Mechanismen. Manchmal muss man natürlich ein bisschen suchen. Ja, auch erstmal darauf kommen, wenn man dann da unten den Müll anzündet, ja, der wird halt da unten auch durch den Wasserfall gelöscht. Das hier jetzt wiederum nicht. Und seht, was passiert. Ja, und man bedenke auch nochmal ihre doch schwere Verletzung. Okay, raus, 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 die Höhle stürzt ein. Wir müssen hier raus. Ja, und auch schon gleich unsere erste Todessequenz. Wunderschön an der Stelle. Ich werde natürlich versuchen, euch so viele Todessequenzen wie möglich zu zeigen. Und müsst ihr doch erstmal rausfinden, welches hier der richtige Knopf ist. Also. Okay. Matsch. Nein, festhalten. Ja, das kommt mir schon ein bisschen hektisch vor, aber auch mit der Tastatur, also noch ist es zu schaffen. Heidewitzka. Ja.
Und schön. So, und wir stehen wieder und können weiterlaufen. Ja, ich kann im Vorfeld auf jeden Fall schon mal sagen, das ist mir beim Probespielen halt auch gefallen. Es ist meistens so, dass, ja, es ist manchmal hektisch, schnelle Kamerawechsel. Ah, Moment. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich in einem Herz. So, schnelle Kamerawechsel und so weiter. Jedoch, wenn man denn dann mal stirbt, muss man nicht Ewigkeiten nochmal neu machen, sondern ist meistens dann auch fast wieder da, um es nochmal zu versuchen. Also man kommt schon sehr geradlinig durch. Ah, so eine echt schöne Gegend hier. Ne? So Sonneneffekte, Meer, Brandung. Schwindelnde Höhen bei starken Verletzungen. Ganz langsam. Und auch hier, es wirkt so, und das macht das Spiel an vielen Stellen halt absichtlich, ne? Man braucht also einfach nur laufen. Also, ne, sie sagt zwar langsam und man versucht dann auch langsam darüber zu gehen. Ja, aber das fördert irgendwie nur so die Intensität der Situation. Also man kann auch einfach drüber laufen, ne? Also viel falsch machen kann man da nicht. Ausrutschen tut sie so oder so. Aber okay, ich will jetzt auch nicht die Stimmung übertrieben kaputt machen. Hui. Ich genieße gerade auch so ein bisschen die Umgebung. Wie gesagt, ich finde das also so grafisch jetzt doch schon sehr gut umgesetzt. Wie gesagt, ihr seht in den ersten Momenten hier jetzt bereits, was noch alles auf uns zukommt. So viel Spaß haben. Weiter! Weiter! Aber ist auf jeden Fall schon mal mitreißend, also. Eieiei. Ja, und das in den ersten Minuten. Okay, aber ich vermute jetzt auch mal wirklich, es wird auch mal ruhiger werden, aber ne, es wird viel passieren. Schnelle Kamerawechsel, Situation, Action, Quicktime-Events. Momentan sind wir ja immer noch so ein bisschen im, ne, ihr seht es ja hier, im Tutorial-Modus. Sam. Folgen Sie der Spur der Überlebenden. Ja, wobei Spur würde ich jetzt nicht sagen. Ist halt der einzig mögliche Weg für uns. Ja, und auch solche fiese Matenten, ne? Man denkt, jetzt muss man nochmal nachgreifen. Man reagiert eigentlich schon und dabei war es unvermeidlich. Also sehr schön gemacht. Also wenn ich auf jeden Fall zwischendurch da mal wirklich die Klappe halte, obwohl gerade keine Sequenz läuft, dann bin ich tatsächlich einfach nur... Was hängt denn da? Dann bin ich einfach nur abgelenkt von der momentanen Situation irgendwie. Also es ist doch sehr packend und mitreißend. Kann man sich auch sehr gut, glaube ich, als Display angucken.
hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Oh, das Mädchen friert. Okay, irgendwie guckt man sich gerade so eine Sequenz an. Es wird aber dabei nicht gesprochen. Da kann ich doch auch genauso gut quasseln. Ja, ich könnte schwören, jetzt geht der Dialog wieder los. Ja, natürlich. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden.